Hallo, ich bin Adedina. Unsere Klasse H2 ist die Abschlussklasse an einer kleinen Lernhilfsschule in Funkstadt. Wir spielen seit 3 Jahren im Musikunterricht auf der Gitarre. Das Üben fand anfangs nur in der Schule statt. Daher kamen wir erst nur sehr langsam voran. Inzwischen hat aber jeder auch eine Gitarre zum Üben. Ja, Abschlusssong. Okay, Abschlusssong. Was? Hafer, Gisi. Gisi, 7, 10 und dann 4. So. Ja. Hallo und ich bin Tim. Zunächst haben wir einfache Rock- und Pop-Songs mit teilweise eigenen Texten gespielt. Es gab schon einige Auftritte bei Sommerfesten, Weihnachtsfeiern und offiziellen Schulveranstaltungen. Das Präludium ist das erste größere klassische Stück für uns. Es war ganz schön schwer, sich so viele Griffe zu merken. Kann das intakt wechseln? Oh ja, okay. Was, kannst du es genauer beschreiben? Das zweimal Schlagen C ist und dann zweimal Schlagen C7. Okay, ja, das ist das Erste, was anders ist als im Präludium. Die Wechsel der Akkorde erfolgen doppelt so schnell. Das heißt, wir müssen, wenn wir anfangen zu üben, ganz langsam die Hand entscheiden. Gucken wir beim Adrian, der kann das schon. Hier sieht man uns bei der Probe für ein neues Stück, The Entertainer, von Scott Joplin. Eine kleine Gruppe erarbeitet sich die Akkorde gemeinsam und bringt sie dann in die Großgruppe ein. Also, D7 ist klar, ist so. D7? D7? Wo ist D? Da. Nein, D7 war doch, so. Da. Nein, D7 war doch das so. Das ist D-Moll. D-Moll ist so. D7 ist so. War so. Der Rhythmus ist nicht leicht. Bass und Schlagzeug sind hier wichtig. Jeder bringt sich so ein, wie er kann, und wenn es nur ein Griff ist. Okay, machen wir kurz Stopp. Das macht alles nicht schon anders. Merkt ihr was? Wenn ich den Grundrhythmus dazu mache, habt ihr das Gefühl, wie die Dennis gesagt hat, dass ich alles durcheinander mache. Aber gerade dadurch wird der Rhythmus interessant. Wenn wir eine Aufführung planen, können auch noch 3 andere Schüler mitmachen, die letztes Jahr bei uns waren. Es passiert immer wieder durch Umsetzungen, dass sich die Zusammensetzung der Klasse ändert. Unser Bassist und unsere Schlagzeugerin haben letztes Jahr in der Schulband gespielt und sind auch neu bei uns. Durch das Projekt wurden wir sicherer beim Spielen. Durch das Projekt wurde ich besser beim Gitarre spielen. Wir lernen immer neue Griffe. Durch das Projekt können wir besser spielen. Durch das Projekt habe ich angefangen, Gitarre zu üben. Seitdem dem Projekt kann ich 3 neue Griffe. Mir hat Spaß gemacht, mit den anderen zu arbeiten. Das Projekt hat mir Spaß gemacht, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. Es war sehr schwierig, die ganze Woche Gitarre zu spielen. Und wir würden es immer wieder machen. Ja. 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 Also ich würde sowas mit euch jederzeit wieder machen. Also ihr seid schon eine tolle Gruppe, was Musik machen anbetrifft. Ich habe viel Spaß gehabt mit euch und fand es richtig klasse.